Ein Call oder auch eine Call-Option ist die Möglichkeit, mit Hebel an der Wertentwicklung einer Aktie oder eines anderen Assets zu partizipieren. Also mit einem Call kann es zum Beispiel sein, wenn eine Aktie 1% steigt, dass man mit der Call-Option sogar 4% Gewinn macht, aber halt auch in die andere Richtung. Wir sehen hier den Optionsscheinfinder bei der Börse Stuttgart. Da wird es anhand eines Beispiels etwas klarer. Ich kann hier einen Call auswählen. Ja, Put würde auf fallende Kurse setzen. Und jetzt gibt es ganz zwei wichtige Sachen bei Call-Optionsscheinen. Das ist der Basispreis und die Fälligkeit. Bei europäischen Optionen kann ich nämlich diesen Call nur bei Ablauf der Fälligkeit einlösen. Bei amerikanischen geht es immer. Und der Basispreis ist das Recht, zu dem ich diese Asset-Klasse oder diese Aktie kaufen kann. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen Callschein habe mit 50 Euro Basispreis auf die Allianz-Aktie und aktuell ist die Allianz-Aktie 80 Euro an der Börse wert, dann ist der Wert des Call-Optionsscheins 30 Euro. Ja, 80 minus 50 gibt 30, das wäre dann der Gewinn. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch Aktien auswählen, können auch Regionen filtern machen, das ist aber mal ganz einfach und fangen jetzt mal mit was, was man kennt an, zum Beispiel der Adidas. Da wird einem hier so eine Liste von Call-Optionsscheinen ausgespuckt. Nehmen wir einfach mal hier einen Callschein der Allianz, der Commerzbank, Entschuldigung. Da sehe ich jetzt hier den Chart des Calls und auch den Chart des Basiswerts, also in dem Fall auf die Adidas-Aktie. Und wir sehen hier auch den Hebel, ja, über die 10 Jahre oder wann es losging. Machen wir mal hier mal vielleicht ein Jahr, ist vielleicht einfacher. Da war der Preis hier bei 1,80 € und ist jetzt hier bei 5,40 €. Die Adidas-Aktie ist auch gestiegen, aber nicht in dem Maße. Wir sehen einfach, der Hebel ist einfach viel, viel höher mit einem Call. Hier sehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass diese Call jetzt eingelöst wird, ist relativ hoch. Deswegen ist der Hebel auch nur noch bei 2,7. Das bedeutet, im Normalfall, wenn die Adidas-Aktie um 1% steigt, würde der Call um 2,7%, also im 2,7-fachen, steigen. Und hier sehen wir auch den Grund dafür. Also der Basispreis ist 95 Euro und derzeit ist die Adidas-Aktie 148 Euro wert. Das heißt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass bis März 2018 die Adidas-Aktie unter 95 Euro notieren würde und der Call damit wertlos werden würde. Also wenn man natürlich noch einen höheren Hebel nehmen möchte, dann ist der Basispreis dann auch höher, aber natürlich dann auch das Risiko. Es gibt hier noch viele weitere Kennzahlen, mit denen man sich dann auch beschäftigen sollte, wenn man mehr mit Calls handelt. Das aber, denke ich, zum Einstieg ganz wichtig. Wie gesagt, man sollte halt wissen, dass ein Call auf steigende Kurse mit Hebel profitiert. Sonst auch noch die anderen Videos zum Thema Optionen und Optionsscheinen anhören oder anschauen.